Moin, moin, kommen wir zur Auswertung bzw. zum Ausblick. Kalenderwoche 37, Auswertung Kalenderwoche 36. Starten wir mit dem Euro. Übergeordnetes Ziel im Euro ist immer noch hier unten die 1,2880, die wir auch letztes Jahr im März, April schon mal als Ziel hatten, die jetzt die Abwärtsbewegung zwischenzeitlich beenden sollte. Das heißt, wir müssen hier noch mit einer kurzen Abwärtsbewegung, mit einem Abschlussspike Richtung 1,2880 rechnen. Und danach sollten wir in eine Erholung gehen, die uns wieder zurück an diese Linie bringen sollte. Diese schwarzen Tage hier, die sollten zwischenzeitlich ganz kurz wieder Erholung finden. Übergeordnet für den Euro, mehr dazu in den Webinaren. Ein Blick auf den DAX für diese Woche. Der DAX hat fast alles gemacht, was er sollte. Wir haben als Ziel gehabt die 9,6. Wir haben gesagt, wenn die 9,6 bricht, sollte die 9,8 angelaufen werden. Guckt bitte in die vorherigen Beiträge. Die 9,8, die hat er jetzt. Das heißt, Shorties könnten sich hier jetzt einen Short-Einstieg suchen und den ziemlich eng mit 20, 25 Punkten über der 9.800 absichern. Zwischenziele die 9,4 bzw. 9,370 und dann sollte es wieder runtergehen Richtung 8,9. Knallt er hier oben durch, ist das Allzeithoch bei 10.050 im Blick und darüber geht es Richtung 11.2. Der DAX hat eine saubere Formation beendet. Die inverse SKS mit dem Absturz von 10.000 bis 8.900 hat er schön durchgezogen. Dann hat er hier diese inverse SKS mit einem Pullback an die Schulter geliefert, allerdings mit einer steigenden Nackenlinie. Damit ist auch dieses Ziel erfüllt. Wir hatten von der 9,4 ungefähr, wenn wir das als Nackenlinie nehmen, sorry, hatten wir circa bei der 9,4 den Bruch, was auch das Ziel 9,8 rechtfertigt. Das heißt, hier oben müssen die Longies aufpassen, sollten ihre Position eng absichern. Shorties sehen hier eine Chance, eventuell sich wieder Richtung Süden zu orientieren. Mehr dazu in unseren Webinaren diese Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, morgens 7:45 Uhr und nachmittags um 15:15 Uhr. Schönen Sonntag, euer Thorsten.